Hallo, herzlich willkommen zu unserem Webinar Formularsprechstunde mit dem Johannes van Well und mir. Wir haben im Vorfeld ja mal nachgefragt, uns ein paar Beispiele zu schicken. Da sind auch zwei Themen gekommen, wobei wir ein Beispiel ganz schön zeigen können, das andere eher so ein bisschen in theoretischer Art abhandeln können. Und damit wir mit dem Thema jetzt warm werden, zeigt uns der Johannes mal so ein bisschen die Basics und wie ein Formular in dem Layout-Designer eigentlich aufgebaut wird und was man da so beachten sollte. Bitte, Johannes. Genau. Also wir fangen mehr oder weniger mal ganz kurz bei Null an, damit wir wirklich alle auf dem gleichen Stand sind. In das Formular-Layout oder in den Formular-Designer komme ich über das Menü Administration, Druckvarianten, und dann gibt es das Formular-Layout. Das ist ein Teil davon. Und dann gibt es noch die Formulare. Die Zusammenhänge erkläre ich sofort. In den Formularen sind praktisch alle Berichte drin, die in der MyFactory konfigurierbar sind in irgendeiner Art und Weise. Dort sehen wir auch diese Standardbelege, die wir bis jetzt immer mit geliefert haben, die auf anpassbar Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung. Und wir haben auch drin die neuen Standardbelege, die wir auf Wunsch gerne zusenden. Wichtig ist hier, und das gilt auch als Voraussetzung für das Formulardesign. Wir haben im Partnerportal in der Knowledge Base ein Best-Practice-Dokument für das Formulardesign. Und an das halte ich mich auch von den Angaben her, die ich jetzt vornehme oder die ich gemacht habe. Das sollte man auch immer als Basis nehmen, um zu sagen, ich mache erstmal nach dem Best Practice, richte mir das komplette Formular ein. Und wenn mir dann die Ränder nicht passen oder irgendwas, dann fange ich an, mit den Rändern rumzuspielen. Das vermeidet relativ viele Fehler bzw. Konfigurationsdiskrepanzen. Vom Best Practice her ist es tatsächlich so, in den Formularen sagen wir von den PDF-Randeinstellungen, also das gilt für den PDF-Druck, beziehungsweise Download, beziehungsweise für den Serverdruck, der erzeugt ja ein PDF und druckt es dann aus, sagen wir erstmal die Ränder 1, 0, 0, 0, also oben, unten, links, rechts. Vielleicht da eine Anmerkung zu. Also wir empfehlen auch dringend immer den PDF-Druck zu verwenden, weil das schon so ein paar unbekannte Variablen ausschließt. Also wenn der Anwender in seinem Browser irgendwelche Randeinstellungen hat und macht HTML-Druck, dann ist es eben eine unbekannte Größe, die man beim Layout nicht weiß, die natürlich das Layout auch verfälschen kann. Zumal natürlich jeder Anwender auf seinem PC unterschiedliche Randeinstellungen haben könnte. Deswegen ganz dringende Empfehlung, immer den PDF-Druck zu verwenden. Genau. Dann haben wir noch die Größe für das eigentliche Dokument, für das PDF-Dokument. Da empfehlen wir eben diese 19,9 bzw. 29,6 cm Breite und Höhe. Und den Rest ignorieren wir jetzt erst einfach mal. Hintergrundbilder kann man auch natürlich einbauen, wenn man zum Beispiel mit Briefpapier arbeiten möchte. Wenn man das über den Weg lesen möchte, kann man natürlich sein Briefpapier zum Beispiel einscannen und hier als Bild einbauen. Man kann das Ganze dann noch für die erste Seite bzw. den Rest des Dokuments unterschiedlich machen, wenn man das möchte. Und man könnte auch hier zum Beispiel einen Standardanhang schon definieren. Da habe ich jetzt mal testweise, weil es meine Testdatenbank ist, auf der wir jetzt gerade sind, habe ich rumgespielt mit Test-AGBs, die dann auch beim PDF-Druck tatsächlich immer mit ausgedruckt werden. Zu den Rändern. Wir haben einmal die Ränder hier in den Formularen. Die Standardeinstellungen entnehmen Sie dem Best Practice. Und wir haben einmal die Ränder in den Druckvarianten, in dem eigentlichen Layout-Designer. Da sollte ich es natürlich auch noch am besten auf den richtigen Beleg stellen. Die Oberfläche erkläre ich gleich nochmal kurz. Hier sagen wir, solange das nicht anders erforderlich ist, können Sie hier einfach überall 0 eintragen und das Ganze speichern. Damit Sie sehen, wie das Ganze zusammenhängt, habe ich da was Kleines vorbereitet. Und zwar, wie denn eigentlich die Ränder zusammenspielen, beziehungsweise wie denn das ganze Dokument aufgebaut ist. Es geht von außen nach innen. Es ist einfach erstmal das Formular. Das ist der Rand, den wir hier jetzt außenrum haben. Der stimmt natürlich jetzt nicht mit den empfohlenen Maßnahmen überein. Das soll nur der Verdeutlichung dienen.
Das ist der Rand über das Formular, der rote, wie gesagt. Das graue kommt über die Druckvariante. Bei Randeinstellung 0 wird das dementsprechend natürlich nicht berücksichtigt und nicht eingerückt. Dementsprechend größer sind dann die einzelnen Bereiche. Die Formulare an sich sind immer gleich aufgebaut. Wir haben einen Seitenkopf und wir haben einen Seitenfuß. Wir haben einen Kopfbereich und einen Berichtsfuß. Berichtskopf habe ich jetzt dazu geschrieben, weil es dem einen oder anderen eventuell aus Access bekannt ist. Das ist genau das Gleiche. Dann haben wir die Positionen, dann haben wir eine Zwischensumme, die Steuerangaben und das war es eigentlich dann schon an Bereichen. Das Ganze kann man natürlich dann dementsprechend so konfigurieren, wie man es möchte. Bei einem mehrseitigen Druck, um das zu verdeutlichen, verschieben sich dann natürlich dementsprechend die Bereiche. Seitenkopf, Seitenfuß habe ich tatsächlich auf jeder Seite. Das sieht man hier ganz schön. Den Kopfbereich bzw. den Berichtskopf und den Berichtsfuß habe ich tatsächlich nur am Anfang und am Ende des ganzen Berichtes. Die Positionen werden einfach so oft wiederholt, wie eben Platz benötigt wird. Sprich, wenn ich 20 Positionen habe, wird dann natürlich der Beleg dementsprechend 3, 4, 5-seitig, je nachdem, wie groß die einzelnen Positionen sind. Zwischensumme und Steuerangaben kommen immer am Ende der Positionen. Ich habe auch kurz reingeschrieben, was zum Beispiel in diesen Bereichen drin ist. Also im Seitenkopf ist zum Beispiel typischerweise das Logo drin. Wenn man das eben nicht, wie gerade eben gesehen, bei einem Hintergrundbild machen möchte, im Seitenfuß wären es dann zum Beispiel die Firmenangaben oder auch der Übertrag von der Seite 1 auf die Seite 2 zum Beispiel. Im Kopfbereich sind es typischerweise die Adressen, sprich der Empfänger bzw. abweichende Liefer-, abweichende Rechnungsadresse, dieser Belegblock, den wir kennen, rechts oben, wo die Belegnummer, der Bearbeiter und das Datum drin steht, sowie der Kopftext. In den Positionen haben wir alles drin mit Spaltenüberschriften, Gruppierungen sowie die einzelnen Artikelinformationen. Zwischensumme stellt an der Stelle nochmal eine Belegsumme dar, und zwar die Nettosumme. Danach folgen die Steuerangaben, sprich der Infotext, also was ist es für eine Mehrwertsteuer, zum Beispiel 19%, und eben auch die Summe. Und dann im Berichtsfuß folgt dann die Endsumme aus Zwischensumme und Steuerangaben. Im Berichtsfuß sind außerdem noch enthalten die Zahlungskonditionen und der Fußtext. Sie brauchen sich das jetzt nicht abschreiben, Sie brauchen eigentlich auch keinen Screenshot machen, wenn Sie das haben möchten, damit Sie sich vielleicht leichter zurechtfinden und sich besser das Ganze vorstellen können. Einfach eine kurze E-Mail an mich schreiben, dann schicke ich Ihnen das zu. Das schiebe ich nochmal zur Seite. Dann schauen wir uns jetzt das Formular-Layout an sich an. Wir haben hier verschiedene Bereiche. Wir haben einmal den großen Bereich, wo ich dann eine Vorschau auf den Beleg sehen kann. Also das ist aber auch, da werden die PDF-Ränder zum Beispiel nicht berücksichtigt. Die Ränder, die ich unten mache, würden berücksichtigt. Das zeige ich auch gleich nochmal. Man kann jetzt auf das ungefähre Layout schon schließen. Seitenumbrüche müssen jetzt nicht unbedingt übereinstimmen. Dafür gibt es dann die Schaltflächen, zum Beispiel PDF-Druck, Download bzw. den Druck. Dann haben wir auf der rechten Seite die einzelnen Teilbereiche, die einzelnen Blöcke, die wir haben, Seitenkopf, Kopfbereich, Position, Zwischensumme und so weiter. Und unten haben wir die Detaileinstellungen für dieses Drucklayout. Aus dem Best Practice übernehmen wir die Seiteneinstellungen Breite und Höhe und zum auch die Angabe mit dem automatischen Seitenumbruch und der automatischen Feldhöhenbegrenzung. Ich zeige das Ganze jetzt mit unseren Standarddaten, sprich der Schriftgröße 9 und dem Arealzeichensatz sowie der automatischen Bildhöhe von 2 cm. Das heißt, alle Bilder, die ich in das Dokument einfüge, zum Beispiel über die einzelnen Bereiche, das kann das Logo rechts oben sein zum Beispiel, ist aber auch genauso ein Artikelbild, was ich mit anzeigen lasse, die werden automatisch auf 2 cm Höhe begrenzt, so damit mir jetzt nicht irgendwie unzählige Seiten rauskommen, wo riesengroße Bilder drauf sind und ich habe da keinen Zusammenhang mehr.
Die Ränder, wie gesagt, kommen nochmal zusätzlich, kommen zusätzlich zu dem PDF-Rand, den ich eingegeben habe. Wir lassen das jetzt Ganze auf 0. Die letzte Einstellung, die wir hier sehen, ist die Seiteneinschränkung. Da bitte immer, also standardmäßig steht es auf alle Seiten drucken. Da bitte auch darauf achten, dass das eingestellt ist. Wir hatten es tatsächlich schon, dass wir schon nach einem Fehler gesucht haben, relativ lange. Und dann lag es letzten Endes daran, dass nur erste Seite drucken eingestellt war. Und dann kommen natürlich bei einer mehrseitigen Rechnung auch nicht mehr Seiten raus. Auch hier hätte ich nochmal die Möglichkeit, ein Bild zu hinterlegen. Die Einstellung greift aber tatsächlich nur beim Direktdruck, sprich wenn ich nicht den Serverdruck nutze, sondern die lokalen Druckeinstellungen nutze. Da wir den Serverdruck mittlerweile präferieren, beziehungsweise das halt am sichersten ist, weil ich unabhängig bin von den Benutzereinstellungen, zum Beispiel den Randeinstellungen HTML, etc., ignorieren wir jetzt diese Einstellungen einfach. Darf ich da gerade mal eine Zwischenfrage stellen, was mir gerade so spontan durch den Kopf schoss? Diese Seiteneinschränkung, die wir da sehen, alle Seiten drucken oder erste Seite drucken oder ab zweiter Seite drucken, könnte das auch dafür verwendet werden, dass ich zum Beispiel die erste Seite auf Schacht 1 ausdrucke und die zweite Seite oder ab der zweiten Seite auf Schacht 2? Würde das gehen? Oder ist das eher abzuwarten? Das hast du sehr gut erkannt, Rainer. Man kriegt einen Fleißstampfen. Dafür ist es genau da. Das ist der Hintergrund dieser Einschränkung. Ich kann darüber zum Beispiel, da wir nicht die einzelnen Schächte oder noch nicht die einzelnen Schächte eines Druckers ansteuern können über die Webanwendung, könnte man hier einstellen über das Layout, dass man zum Beispiel zwei Druckprozesse definiert in einem Ausdruck und zum Beispiel dann das erste Layout nimmt, die erste Seite nimmt für den Schacht 1 und den Drucker fest zuordnet und die Folgeseiten dann nimmt für das Layout 2 und dort den zweiten Schacht zuordnet, sprich den ersten Schacht zum Beispiel mit Briefpapier und den zweiten Schacht nur mit Blankopapier. Ja, cool. In der Oberfläche haben Sie oben die Möglichkeit, die verschiedenen zu bearbeitenden Formulare auszuwählen. Hier sind jetzt verschiedene drin. Diese drei anpassbar, das sind die, die wir typischerweise mitliefern. Auf Basis dieser Belege oder dieser Layouts können Sie eigentlich alle anderen erforderlichen Layouts machen. Sprich, Sie können die sich zum Beispiel entweder direkt anpassen oder einfach eine Kopie machen und dann die Kopie anpassen. Das zeige ich gleich noch. Bei mir sind jetzt noch drin diese neue Standardvorlagen, dann habe ich einen Test, wo ich verschiedene Datacodes getestet habe und jetzt zum Beispiel das Beispiel oder die Fragestellung, die uns OCS zugeschickt hat, habe ich da drin gelöst. Das schauen wir uns dann im Nachgang noch an. Wir bleiben jetzt erstmal bei der anpassbar Auftragsbestätigung bei dem Standard-Layout, das wir, wie gesagt, bis jetzt immer mitgelegt haben. Sie haben oben über die Schaltfläche noch die Möglichkeit, einen bestimmten VK-Beleg auszuwählen. Ich muss mir jetzt gerade meinen Beispielbeleg, ich habe jetzt mir tatsächlich nicht die Nummer notiert, das war der, meinen Beispielbeleg rausziehen. Also hier haben wir jetzt verschiedene Positionen drauf. Sie können, wie gesagt, über die Schaltfläche VK-Beleg, EK-Beleg sich einen spezifischen Beleg raussuchen und sich genau anschauen, wie schaut der denn letzten Endes aus. Über PDF-Schaltfläche starten Sie einfach den PDF-Download und überdrucken den Direktdruck. Den ignorieren wir aber an der Stelle hier bei mir auch, weil ich den Direktdruck, wie gesagt, wir empfehlen es nicht und bei mir ist es jetzt auch gar nicht eingerichtet. Hier ist es jetzt sehr einfach mit den Bereichen, die kommen alle nur einmal vor. Ich habe einen Seitenkopf, einen Kopfbereich, die Positionen und so weiter. Wenn wir Bereiche bearbeiten möchten, haben wir hinten die Möglichkeit, in der ersten größeren Schaltfläche in diesen Bereich reinzuspringen und in das Bereichslayout reinzukommen. Hier sieht man schon, hier ist tatsächlich im Kopfbereich nur das Logo drin. Im Seitenkopf, im Kopfbereich haben wir dann schon verschiedene Einstellungen wieder, wie die Absenderzeile, den Belegkopf, die Anschriftenblöcke und so weiter und den Kopftext zum Beispiel.
Und so geht es gerade weiter bei den Positionen. Also Sie können nicht mehrere Bereiche nebeneinander aufmachen, sondern Sie können immer nur einen Bereich aufmachen. Der andere wird dann dementsprechend einfach geschlossen. Das wären jetzt zum Beispiel die Positionen hier, die sind relativ umfangreich. Die Steuergaben, Berichtsfuß, Streitenfuß schenken wir uns jetzt an der Stelle. Typischerweise zum Beispiel, wenn man den Kopfbereich, wie gesagt, anpassen möchte, Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie haben einmal das große Layout, wo Sie die Spalten und die Zeilen sehen, die Sie zur Verfügung haben. Das sollte immer einen, sage ich mal, quadratischen Grundriss haben. Sprich, Sie sollten immer überall alle Felder haben, alle Spalten haben in jeder Zeile und natürlich auch dementsprechend die Zeilen, die können Sie nicht beeinflussen. Wie es nicht aussehen sollte, wäre zum Beispiel so. Das empfehlen wir einfach nicht, weil dann, Sie sehen schon, hier oben passt zum Beispiel die Größenberechnung nicht mehr. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Wenn man so einen Fall hat, das kommt zum Beispiel zustande, wenn man sagt, ich möchte mehrere Spalten übereinander legen, so wie das hier bei der Absenderzeile zum Beispiel ist oder beim Anschriftenblock, dann kann sich das verschieben oder wenn man die Spaltenüberdeckung wieder aufhebt. Wenn einem sowas passiert, gar nicht schlimm, einfach einen Rechtsklick auf ein Feld machen in der Zeile, ein Feld einfügen und dann sind wir wieder bei unserem quadratischen Grundriss. Spaltenüberdeckung ist ein gutes Stichwort. Wir schauen uns jetzt einfach mal kurz an, wie das ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt das Feld über drei Spalten strecken, dann erweitert es mir das tatsächlich auf drei Spalten und hinten habe ich zwei Felder übrig. Hier müssen wir wieder auf den quadratischen Grundriss achten. Einfach einen Rechtsklick auf das betreffende Feld machen, Feld löschen und alles ist wieder gut. Das heißt nicht, dass der Druck, wenn Ihnen das passiert, dass der Druck nicht funktioniert, sondern es kann eben da zu ganz komischen Effekten kommen, dass eben Zeilen nicht richtig dargestellt werden oder Zeilenumbrüche zum Beispiel, Feldumbrüche oder die Darstellung einfach nicht so ist, wie Sie die haben wollen. Also da, wie gesagt, immer auf diesen Grundriss achten. Wenn ich die Spaltenüberdeckung wieder rausnehmen möchte, gehe ich einfach in das Feld rein, sage Spaltenüberdeckung 1, er nimmt mir das raus, dann habe ich wieder mein Loch drin, sage ich hier Feld einfügen. Jetzt passiert nämlich genau das, was nicht passieren sollte. Genau, das sollte nämlich genau nicht passieren. Das ist jetzt einfach nur ein Darstellungsproblem. Sie sehen, die Spalten sind an für sich gleich geblieben von der Breite her. Das ist jetzt einfach nur eine rein optische Sache. In dem Moment, wo ich auf Speichern gehe, wird das Ganze wieder richtig hingezogen. Die erste Zeile, deswegen habe ich das Ganze jetzt auch wieder rückgängig gemacht, ist relativ wichtig. Wir empfehlen, in der ersten Zeile keine Spaltenüberdeckung zu machen. Das führt einfach zu Missverständnissen bei der Breitenberechnung. Deswegen kann man am Anfang immer eine leere Zeile, sage ich mal, einfügen. Man muss die nicht unbedingt mit der Höhe 2 cm angeben, sondern man kann die einfach auch mit 0 angeben, dann wird sie natürlich auch nicht mit ausgedruckt. So spart man sich praktisch dann die Ausgabe. Wir lassen das jetzt erstmal, wie es ist, speichern das Ganze nochmal und dann sehen Sie auch, stimmt die Breite wieder. Da, wie gesagt, mit den Spaltenüberdeckungen einfach aufpassen. Wenn Sie ein Feld bearbeiten wollen, haben Sie auf der rechten Seite die Möglichkeit, verschiedene vorgefertigte Felder zu nehmen. Da können Sie einfach mit Drag and Drop zum Beispiel arbeiten und es einfach rüberziehen auf das betreffende Feld. Sie sehen schon, da steht jetzt Anschrift Straße drin. Passiert ist, dass er im Hintergrund in das Feld den Datacode eingefügt hat für die Straße. Man kann auch natürlich weitere Felder hinzufügen, wenn Sie die haben möchten. Dann werden Sie gefragt, hinzufügen oder ersetzen. Hinzufügen, klar, fügt er noch eine neue Zeile hinzu. Ersetzen ist auch klar. Löscht er alle vorherigen Eingaben und nimmt nur die neue. Wenn man hinzufügen macht, steht dann dementsprechend das Ganze drin und ich habe hier die Straße und die Postleitzahl zum Beispiel an der Stelle drin. Ich kann auch genauso den Feldinhalt einfach wieder löschen. Eine Besonderheit bei diesen Feldern, bei diesen Elementen auf der rechten Seite sind diese Blöcke. Die einzelnen Felder haben wir schon gesehen, da steht ein Datacode dahinter. Wenn ich so einen Block nehme und den zum Beispiel wiederholt den Block Absenderzeile mache und gehe da rein, da sehe ich,
zwar diesen Datacode dafür, aber ich kann dort nicht zum Beispiel einfach Zeilen hinzufügen. Wenn ich also jetzt nochmal den Block für die Absenderzeile nehme und da zum Beispiel noch den Ort aus irgendeinem Grund noch mit dazu nehmen möchte, dann kann ich das eigentlich nur ersetzen. Es macht keinen Sinn. Ich kann diese Blöcke nicht bearbeiten. Das ist zum Beispiel bei dem Belegblock, wo die Nummer drin steht, bei ein paar Partnern zu Problemen gekommen, weil dieser Block sich eben auch nicht auflösen lässt und nicht bearbeiten lässt. Wir haben in den neuen Formularlayouts das berücksichtigt und dort können Sie sich aus den einzelnen Zeilen, das zeige ich Ihnen nachher, aus den einzelnen Feldern dementsprechend Ihre Blöcke zusammenfügen, wenn Sie das haben möchten. Das wäre erstmal die grundsätzliche Bedienung von diesem Layout. Beim Seitenkopf und beim Seitenfuß gibt es noch eine Besonderheit. Hier habe ich hinten noch ein zusätzliches Eingabefeld. Dort kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte das nur auf der ersten Seite, nach der ersten Seite haben und eben auf den zusätzlichen Seiten. Wir sehen das in dem anderen Layout. Dort haben wir genau das. Hier habe ich zwei Seitenköpfe drin. Dort sehe ich, der obere wird nur auf der Seite 1 gedruckt und der andere nur auf den Seiten, die größer sind als 1, also nur auf den Folgeseiten. Dementsprechend kann ich das auch für den Seitenfuß zum Beispiel machen. Kopfbereiche an der Stelle können Sie beliebig viele haben. Hier ist zum Beispiel einmal drin die Beleginformation, die Adressinformation und einmal dieser Belegkopf. Dieser Belegkopf, nur damit Sie das auch gesehen haben, dieser Kopfbereich, das sind jetzt die einzelnen Datacodes aus den Beleginformationen. Die haben wir jetzt hier aufgebrochen, sprich, da ist die Kontennummer drin, der zu händigen Text, der Betreff. Dann haben wir hier noch den Liefertermin und so weiter und so fort. Also aus den Informationen, die da drin stehen, da stehen die einzelnen Datacodes dann drin, können Sie sich die Informationen zusammenklicken oder kopieren, wie Sie sie tatsächlich gerade brauchen. Nachfolgeweise. Das wäre die prinzipielle Arbeitsweise. Soweit sind die meisten schon. Das klappt meistens ganz gut. Schwieriger wird es dann, wenn man tatsächlich konkrete Probleme hat. Der Herr Bube von UCS hat uns freundlicherweise Daten zur Verfügung gestellt. Wir importieren die jetzt einfach. Ich habe unten noch ein paar Schaltflächen, Import-Export prüfen, Bereichsdesigner und so weiter. Über Import-Export kann ich einfach ein Formular exportieren zum Beispiel, beziehungsweise importieren. Da ist die Auswahl egal. Ich werde dann nach der Datei gefragt. Ich habe mir da was vorbereitet. OCS, da ist es. Einfach die Datei, die XML-Datei auswählen, mit OK bestätigen und dann werden Sie gefragt, möchten Sie neue Bereiche dafür anlegen oder sollen die Standard aus dieses Formular, was im Hintergrund ausgewählt überschrieben worden ist, beim Import immer am besten neu machen, so geht Ihnen keine verloren. Eine Druckvariante können Sie auch im Nachgang noch einzeln überschreiben. Ich gebe dir jetzt einfach willkürlich einen Namen. Das Ganze bestätigt, dann müssen wir das einmal neu laden. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Test OCS. Das ist das Layout, was der Herr Bube uns zur Verfügung gestellt hat. Sie sehen auch, ich habe das ganze Test OCS benannt. Die Bereiche werden dann dementsprechend auch benannt. So kann ich das natürlich auch einfach die Bereiche zuordnen, wenn ich sie bearbeiten möchte. Eine fortgeschrittene Anwendung wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte, mache den Seitenkopf für alle Formulare gleich. Das ist möglich. Ich kann auch zum Beispiel dieses Test OCS in alle meine anderen Belege einbauen. Das heißt, wenn ich eine Anpassung mache, zum Beispiel im Seitenkopf das Logo, wenn es nicht automatisch hinterlegt wird, oder im Seitenfuß zum Beispiel, wenn ich die Firmeninformationen habe, dann wird das gleich für alle Formulare geändert und ich muss nicht in jedes Formular einzeln rein. Aber das ist, wie gesagt, eine fortgeschrittene Anwendung. Da kann man aber natürlich auch unterstützen, wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie das machen möchten. Das Problem, was der Herr Bube hat an der Stelle, ist, dass mit der Fußzeile einiges nicht stimmt. Das sehen wir an der Stelle gar nicht, sondern wir suchen uns jetzt einfach nochmal unseren Beleg raus.
den wir gerade eben gehabt haben, Rechnung die 50. Da sieht man es noch nicht, aber wenn ich jetzt einen PDF-Download mache von der ganzen Geschichte, sieht man es eigentlich recht schön. Und zwar ist einmal das Problem, dass der Herr Bube die Informationen, die er hier eingefügt hat, kopiert hat aus einer anderen Anwendung und dann in den Designer eingetragen hat und hier zum Beispiel im vorderen Bereich ein Stilbruch drin ist, sprich der Anfang der Zeile wird klein geschrieben und der Rest der Zeile wird fett und etwas größer dargestellt. Auch sind diese Umbrüche mit der IBAN, ja, kann man so machen natürlich, war jetzt nicht angefordert, aber ich zeige es nochmal, wie man es dann auch mit den Spaltenbreiten spielen kann, dass dann eventuell das alles in einer Zeile dargestellt wird, dass es einfach schöner, ein bisschen optisch ansprechender ist. Wir gehen also in den Seitenfuß, rufen uns den auf. Und dann sehen wir schon, ja, einmal haben wir das Problem hier oben mit der überdeckten Zeile. Das ist aber jetzt gar nicht so schlimm, aber das machen wir nachher auch noch raus, damit wir es der Vollständigkeit halber haben. Beziehungsweise machen wir jetzt gleich, dann nehmen wir die Spaltenüberdeckung raus. Das sehe ich wieder, dann habe ich nicht mehr meinen Grundriss. Da füge ich dann einfach dementsprechend noch vier Felder ein. Vier Felder ein. Dann passt das wieder. Jetzt haben wir das Problem gehabt mit dem ersten Block, den er hatte, vorne, wo der Zeilenumbruch war, mittendrin. Hier im Editor sieht man es nicht, was das Problem ist. Man würde es sehen, Sie haben hier die Möglichkeit, über die Schaltfläche HTML sich die HTML-Sache-Ansicht anzeigen zu lassen. Und hier sehen Sie, dass das nicht alles in einem Bereich ist. Also hier vorne steht Karl-Reuter Straße 1 und hier hinten mit einer anderen Formatierung steht das Gebäude 372. Das Einfachste an der Stelle ist tatsächlich zu sagen, wir gehen jetzt wieder zurück in den Texteditor, nutzen die Schaltfläche Formatierung entfernen. Das ist der Pinsel mit dem roten X dran. Dann fragt er uns, soll er alles entfernen? Dann schreibt er erstmal alles in eine Zeile rein. Das ist aber nicht weiter schlimm. Dann machen wir uns einfach die Zeilenumbrüche wieder rein. Und wenn wir dann uns das anschauen im HTML, sieht es schon wesentlich kürzer aus, weil wir jetzt einfach das Format vereinheitlicht haben und der Editor dann dementsprechend sich das auch merkt. Wollen wir hier noch die Schriftart vereinheitlichen, da gehen wir sicher, dass das Areal ist und dass das etwas kleiner ist. Das muss ja nicht gar so groß unten auf dem Briefpapier draufstehen. Die meisten kennen die Sachen ja. Testen können wir das ganz einfach. Wir speichern das rechts unten mit der Schaltfläche ab, gehen auf unsere Druckvarianten zurück und da gibt es mehrere Wege. Sie können einmal einfach die Druckvariante ändern und wieder reingehen. Und seht ihr, jetzt ist es rechtsbündig, das habe ich jetzt vergessen. Die andere Möglichkeit wäre, dass ihr zum Beispiel die Entwurfsansicht unten das Ganze das Häkchen reinmachen und wieder rausmachen, je nachdem, was man lieber macht. Jetzt haben wir da gesehen, passt die Formatierung nicht, die Ausrichtung nicht. Jetzt ist es mittig rechts und wir richten es einfach mal links oben aus. Dann wird das Ganze deutlicher. Machen wir den Weg über die Entwurfsansicht. Zur Entwurfsansicht sage ich gleich noch was. Wenn wir jetzt reinschauen, sehen wir, das Ganze ist ein bisschen nach oben gerutscht, weil es eben nicht mehr zentriert ist und ist aber vom Format her jetzt eindeutiger. Wenn wir uns jetzt den PDF-Download anschauen, den PDF-Download anschauen. Ach, der arbeitet noch. Dann sehen wir, dass dieser Stilumbruch hier hinten beim Gebäude weg ist. Je nachdem, wie man das haben möchte, kann man jetzt natürlich die Ausrichtung wählen. Wie gesagt, wenn man mit den Zeilen arbeitet und das einheitlich oben beginnend haben möchte, würde ich das natürlich immer oben ausrichten. Man kann das natürlich auch mittig machen, aber rechtsbündig war an der Stelle definitiv nicht zielführend, sage ich mal. So. Gehen wir wieder in unseren Bereich zurück. Lassen wir es mal auf zentriert.
Dann machen wir das bei den anderen auch noch, dass wir die zumindest nach links ausrichten. Also da empfiehlt sich auch tatsächlich, das Ganze immer zwischenzuspeichern, dass ich die Änderungen gleich auch im Editor sehe. Und jetzt hat man noch das Problem, dass dieser letzte Feldinhalt relativ groß dargestellt wurde insgesamt. Sieht hier auch wieder recht unscheinbar aus, aber wenn wir uns den HTML-Text anschauen, sehen wir, da ist ganz schön was im Argen. Also da kommen irgendwelche CSS-Style-Sheets mit rein und hin und her. Ich denke mir, dass der Herr Bobe das eventuell von der Homepage runterkopiert hat und da wird tatsächlich HTML-Text komplett mitkopiert. Das heißt, wir gehen jetzt einfach zurück in den Editor, entfernen die Formatierung, machen schnell unsere Zeilenumbrüche wieder rein und setzen die Schriftart richtig und dann ist das Ganze eigentlich schon gelöst. Wenn wir jetzt ins HTML reinschauen, sehen wir, das sind wir von 6, 7, 8 Zeilen, sind wir runter auf 2 und dementsprechend können wir das Ganze dann auch im Layout sehen. Wenn wir uns das aktualisieren lassen. Und ein PDF ausgeben lassen. Na, ich habe jetzt zu viele PDFs erzeugt. Sehen wir, dass das Problem mit dem Fettdruck sich, wie gesagt, erledigt hat. Jetzt muss man eventuell noch überlegen, wie möchte ich das ausrichten? Möchte ich das oben an der Oberkante ausrichten oder möchte ich es an der Unterkante ausrichten? Das ist, wie gesagt, persönliche Geschmackssache. Das sind einfach wenige Klicks. Ich muss einfach bei der Ausrichtung links, rechts, oben, unten auswählen, was ich gerne hätte. Damit ist das ganze Thema eigentlich schon erledigt. Das nächste Problem, was vielleicht gar nicht so aufgefallen ist bei den Ausdrucken, ist, dass die Zeilenhöhe hier an der Stelle nicht stimmt. Das führt eben auch zu Problemen, wenn es zum Beispiel mehrseitig wird, zu falschen Zeilenumbrüchen bzw. Bereichsumbrüchen. Hier ist eingestellt eine Höhe von 0,5 cm. Das ist insoweit kein Problem, dass der Ausdruck tatsächlich auf die Größe angepasst wird, aber es ist eben eine Variable und mit Variablen lässt sich ein festes Layout relativ schwierig umsetzen. In den Druckvarianten, in den Drucklayout habe ich die Möglichkeit, mir die Entwurfsansicht anzeigen zu lassen. Dann wird das alles ganz schön gelb und ich sehe hier verschiedene Höhenangaben. Hier haben wir unsere Fußzeile und da sehe ich, da ist eine Höhe drin von 2,48 Zentimeter. Das heißt, ich sollte auch ungefähr diese Höhe einstellen bei den Zellen und hier einfach eine 2,5 eintragen. Ob ich hier Komma oder Punkt eintrage, ist egal. Das merkt das System und ändert es selbstständig auf Punkt hin. Das hängt einfach mit dem Designer zusammen, dass der hier nur Punkte nimmt anstatt Komma. Aber wie gesagt, Sie brauchen sich da keine Gedanken machen, das Komma wird automatisch ersetzt. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal aktualisiere, sehe ich dann auch, dass es einen direkten Effekt hatte. Und zwar wird mir dann hier die Höhe angezeigt mit 2,5 cm. Das ist also schon mal ein erster Anhaltspunkt dazu, wenn ich Probleme habe mit bestimmten Feldern. Ob das jetzt der Kopfbereich ist mit den Anschriften, der Seitenkopf mit dem Logo oder. Der Übertrag zum Beispiel, also der Seitenfuß mit dem Übertrag oder eben zum Beispiel die Zwischensumme, Mehrwertsteuer, Endsumme und so weiter. Die Entwurfsansicht ist schon mal ein ganz guter Anhalt dafür, Fehler zu finden an der Stelle und eben Probleme zu vermeiden. Ein Anhalt dafür deswegen, weil dieser Editor, dieser Layout-Editor, sehr anspruchsvoll ist, sage ich jetzt mal, von seinem Verständnis her für Maßeinheiten. Es kann auch tatsächlich passieren, das passiert uns auch, wenn Sie uns Probleme schicken, dass wir tatsächlich dann Belege ausdrucken müssen und tatsächlich auch da sitzen mit dem Lineal und ausmessen, wie hoch ist jetzt der Bereich, wie viel Platz wird da benötigt. Wenn es zum Beispiel darum geht,
Warum wird jetzt diese Zwischensumme und die Mehrwertsteuer und die Endsumme und die Zahlungskonditionen und so weiter, warum wird das jetzt nicht noch auf die erste Seite mit übertragen? Ich hätte doch da noch Platz. Ich sehe ja auch, wenn ich den Seitenentwurf mache, beziehungsweise wenn wir uns unser PDF anschauen, dass ich dort noch Platz habe, da würde doch die Endinformation einfach reinpassen. Hier ist es jetzt so, bei der Zwischensumme sieht man es ganz schön, da ist eine feste Höhe eingestellt. Von 2 cm, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man das natürlich alles rausnimmt und zum Beispiel auf 0,5 ändert, wird dann dementsprechend das kleiner und das passt alles auf eine Seite. Weil das sind oft Anfragen, warum wird es auf die zweite Seite gedrückt? Das hat doch noch Platz. Also da muss man dann einfach kontrollieren, tatsächlich, was habe ich hier für eine Höhe drin. Also hier sehe ich, die Zwischensumme braucht sehr viel Platz, warum auch immer. Wenn ich das nicht haben möchte, wenn ich das mehr komprimieren möchte, gehe ich einfach rein, kann zum Beispiel auch mir mit der Entwurfsansicht anzeigen lassen, wo ist denn das Problem. Wenn ich die Entwurfsansicht aktiviere, gehe auf die Zwischensumme drauf, wird mir rechts der Bereich angezeigt, gelb, in dem ich suchen muss. Sprich, ich gehe drauf auf Zwischensumme, es wird gelb, dann weiß ich, okay, ich muss in den Bereich rein. Und hier sieht man, bei der Zwischensumme ist zum Beispiel eine feste Höhe eingetragen von 2 cm. Wenn ich das ändere auf 0,5, rutscht das Ganze schon mehr zusammen. Die Zeile hier drüber brauche ich auch nicht unbedingt. Könnte man jetzt auch rausmachen. Wir machen es jetzt, damit man den Effekt sieht, dass es hinterher alles auf eine Seite passt. Gespeichert haben wir es. Dann aktualisieren wir das Ganze jetzt nochmal. Jetzt ist das Ganze unten schon zusammengerutscht. Jetzt fehlt wahrscheinlich noch eine Einstellung hier. Das ist der Kopfbereich, das sind die abweichenden Anschriften. Hier liegt es einfach zum Beispiel an den Positionen, dass da dann eben doch nicht genug Platz ist. Sprich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Position rausnehmen, dann passt nicht. Oder wir machen den Bereich kleiner, wir können es auch nochmal ausprobieren mit dem Seitenfuß. Das können wir auch nochmal machen. Wir können das mal auf 2,0 setzen. Auch das Problem. Sie sehen, da gehört, wenn man da Feintuning machen will, wirklich relativ viel ausprobieren auch dazu und sehr viel Erfahrung mit der Zeit. Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, wird es natürlich leichter. Also hier scheint tatsächlich zu wenig Platz zu sein. Hier sehen wir auch wieder, wir brauchen mehr Platz, als wir eingestellt haben. Deswegen rutscht dieser weiße, freie Bereich zusammen. Da liegt es jetzt einfach dran, diese Blöcke Steuerangaben, Berichts- und Berichtsfuß und die Zwischensumme, diese drei Blöcke, werden vom Programm zusammengefasst in eine Darstellung, damit diese Daten immer zusammenstehen. Das wäre noch unschöner, wäre es jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Nettosumme, die Zwischensumme auf der ersten Seite steht und die Mehrwertsteuer und fängt dann erst mit der Mehrwertsteuer auf der zweiten Seite an. Also da ist einfach programmtechnisch eingegriffen worden, dass diese Werte immer zusammenstehen, diese drei, und deswegen kann man den nur komplett bearbeiten. Also vielleicht zu diesem weißen Platz zwischen der letzten Position und der Zwischensumme, da muss man dem Kunden das auch einfach mal so erklären, dass er das nie hinbekommen wird, dass es wirklich nahtlos bis zum Rand der Seite geht und dann nahtlos auf der anderen Seite weiter. Also man kann sich's vorstellen, wenn man jetzt hier viel Zeit verbringt, die Zentimeterangaben passt so, dass es bei diesem einen Beleg jetzt hinkommt, ist es wunderbar, dann kommt eine andere Position, die hat eine Zeile mehr und dann passt es schon wieder nicht mehr. Also da muss man einfach mit so ein bisschen Platz unten einfach leben und muss dem Kunden auch gegebenenfalls einfach erklären. Es ist halt einfach so, wichtig ist halt, dass die Zwischensumme und die Mehrwertsteuer und die Endsumme zusammengehalten werden sollte. Aber wie gesagt, wenn man dann ab und zu mal unten ein bisschen Platz hat, ja mein Gott, dann ist es einfach so. Genau. Ich habe jetzt nochmal geschaut, bei der Zahlungskondition, die angezeigt wurde, war auch relativ viel Platz. Die Zahlungskondition ist eigentlich nicht länger wie eine, es braucht normalerweise nicht mehr Platz wie eine Zeile. Deswegen habe ich dort im Berichtsfuß, wir sehen, da ist gelb markiert, wenn ich drauf gehe, die Zahlungskondition nochmal auf 0,5 cm gesetzt. Wenn es mehr Platz brauchen sollte, wird der auch genehmigt vom Editor. Beim Ausdruck wurde es trotzdem angezeigt, das wird nicht abgeschnitten. Und wir sehen, das ist jetzt zusammengerutscht auf eine Seite. Also das ist genau die Vorgehensweise, wie wir sie machen. Wir probieren es tatsächlich aus, so weit wie möglich zu optimieren und zusammenzuschneiden.
Die Entwurfsansicht, da müssen Sie vorsichtig sein, den Haken müssen Sie wieder rausnehmen, bevor Sie das Ganze final abspeichern. Ansonsten wird Ihnen das tatsächlich mit ausgedruckt bei jedem Beleg. Also da einfach dran denken. Aber das passiert Ihnen beim ersten Beleg, der Kunde meckert dann gleich und sagt Bescheid, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann einfach das Häkchen rausnehmen und das Ganze ist in Ordnung. Was haben wir an der Stelle noch? In dem Bereich drin sehen wir noch bei den Höhenangaben, haben wir noch dieses Clip. Das Clip kennen Sie vielleicht aus den Stammdatenlisten, aus den Spalten. Dort ist es, das ist so, Clip heißt, nimm eine Zeile und wenn es länger ist wie eine Zeile oder länger ist wie der vorgegebene Platz, also zum Beispiel hier 0,5 cm, wenn es höher wäre oder hier wie 2, schneide es einfach ab. Also das wäre zum Beispiel eine Erklärung, wenn Inhalte nicht komplett dargestellt werden. Zum Beispiel ein Fußtext, den ich über den Beleg einfüge, Hinweise auf AGBs oder auf Lieferbedingungen oder individuelle Kommentare zu dem Beleg und die werden nicht mit angedruckt, könnte man zum Beispiel hier im Fußtext nachschauen und könnte gucken, ist da das Clip vielleicht aktiviert oder ist es auch sicher draußen. Das wäre der erste Ansatz zum Beispiel dazu. Jetzt schaue ich gerade noch, was ich Ihnen noch erzählen kann. Die Bereiche haben wir, die Formulare an sich auch. Import, Export haben wir auch. Also Export, wie gesagt, kann man einfach machen. Können wir einfach, das gehen Sie auf die Schaltfläche Export, wählen das Formular aus. Das vorher ausgewählte ist immer schon standardmäßig drin. Gehen auf Export und dann wird Ihnen eine XML-Datei erstellt. Das ist auch das zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie generieren ein Layout, machen das wunderbar und möchten das mehreren Kunden zum Beispiel anbieten oder bei mehreren Kunden einbauen, wäre das der Weg zu sagen, ich nehme dieses Layout, gehe auf Exportieren und importiere dann im Gegenzug wieder die XML-Datei bei einem anderen Kunden natürlich. Einfach draufgehen, öffnen, die Bereiche neu benennen in die neue Geschichte und dann wäre der Beleg auch beim Kunden drin. Wie gesagt, vorteilhaft ist, wenn Sie die Randeinstellungen etc. in den Druckvarianten und auch im Formular vorher schon gemacht haben, dann wird es auch über das XML mit übernommen zu der neuen Datenbank. Das heißt, Sie müssen diese Einstellungen nicht in jeder Datenbank neu machen. Auf dem Partnertag ist es angekündigt worden, dass wir ja diesen neuen Vorlagemandanten bzw. diese neue Vorlagedatenbank haben, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Dort ist es zum Beispiel so, dass sowohl bei diesen anpassbaren, etwas älteren Layouts als auch bei den neuen Layouts, die da mit drin sind, diese ganzen Randeinstellungen schon auf diese Best-Practice-Geschichten geändert worden sind. Das heißt, wenn Sie auf Basis dessen eine neue Belegart, ein neues Formular erstellen bzw. exportieren oder importieren, wird da gleich der richtige Rand gemacht und Sie können auf Basis dessen Ihre Änderungen vornehmen. Der Herr Giersbach hat es vorher schon gesagt, wir hatten zwei Einsendungen im Vorfeld zu dem Thema Formularlayout. Das zweite hat die Schriftart betroffen, das ist etwas umfangreicher, deswegen können wir das an der Stelle tatsächlich nicht zeigen. Das ist etwas sehr Individuelles. Sie können natürlich, wenn Sie einen Kunden haben, der jetzt von einer Werbeagentur oder woher auch immer eine eigene Schriftart hat oder eine ganz bestimmte Schriftart auf seinen Belegen möchte, die wir jetzt hier nicht zur Verfügung stellen, können Sie diese Schriftart auch einfügen und nutzen. Und zwar gibt es da eine Tabelle auf der Datenbank, in der diese Schriftarten eingetragen werden, mit dem Namen der Windows-Schrift und der Größe, und zwar ist es die Tabelle TS Print Form Fonts. Ich schreibe es auch gerade nochmal in den Chat rein, damit man es auch sieht. Dort steht praktisch genau der Name drin, wie er bei Windows ist, und dort steht auch die trägt man auch die Zeichenhöhe ein. Das Problem ist bei den Schriftarten, das kennen Sie ja sicher, die einzelnen Zeichen der Buchstabe A in Arial hat eine andere Größe wie der Buchstabe A in Times. Und in dieser Tabelle, die ich Ihnen genannt habe, wird Ihnen die Standardzeichengröße, sage ich mal,
tatsächlich eingetragen, damit auch diese Zeilenumbrüche und der Platzbedarf für diesen Beleg exakt ausgerechnet werden kann. Also wenn Sie damit rumexperimentieren möchten mit Schriftarten, helfe ich Ihnen gerne weiter. Ist, wie gesagt, eine sehr individuelle Sache. Muss man sich überlegen, ob man den Aufwand machen möchte. Weil, wie gesagt, Sie werden sehr viel ausprobieren müssen. Man muss dann zum Beispiel wieder auf die Bereiche rein und die Zeilenhöhen anpassen zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier eine Windings oder was weiß ich einfüge, dann ist das bei den Positionen zum Beispiel, die Überschriften sind sicherlich nicht mehr nur 0,5 cm hoch, sondern sind vielleicht 0,6 oder 0,7 cm hoch. Das muss ich also berücksichtigen und deswegen muss ich praktisch pixelgenau diese Schriftart, ein Standardzeichen definieren, damit die MyFactory damit überhaupt arbeiten kann, überhaupt Ihnen ein annehmbares Layout anbieten kann. Was man vielleicht dazu noch sagen sollte, was die Höhenrechnung oder die Größenrechnung betrifft, so 100% auf den Punkt werden Sie es nie hinbekommen, denn ein W ist breiter als ein I. Das heißt, wenn Sie einen Text haben, der überproportional viele Ws enthält, kann möglicherweise die Höhenberechnung ein anderes Ergebnis liefern, als wenn Sie Text haben, der zu 80% aus Is besteht. Also das sollte man so ein bisschen bedenken, dass es da so ein bisschen Spielraum geben könnte. Deswegen die Höhe, wenn Sie mit einer festen Feldhöhe arbeiten, sollten Sie nicht zu knapp bemessen, dass wenn der Kunde www.www.meinw.com eingibt, dass da nicht irgendwie was abgeschnitten wird, weil eben die Höhenberechnung den Mittelwert, der die Höhenberechnung natürlich annehmen kann, anders sieht als die tatsächliche Höhe, die es diese ganzen Ws ergeben würde. Ich hoffe, das war einigermaßen Verständnis. Gut. Was noch zu sagen ist, wir hatten das vorher in den Positionen mit den Datacodes oder im Kopfbereich mit den Datacodes mit den einzelnen Feldern. Sie sind bei den Daten nicht festgelegt auf die Daten, die wir Ihnen hier rechts, auf die Elemente, die wir Ihnen rechts vorschlagen, sondern Sie können in jedem beliebigen Feld auch zum Beispiel mit SQL Data Code arbeiten und können sich selber die Elemente raussuchen, die Sie brauchen. Standardmäßig, wenn Sie zum Beispiel einen Data Code haben, der so aussieht, deutet das ganz klar darauf hin, dass dieser Text in den Belegen, in dem Beleg, in der Belegdatenbank-Tabelle bzw. in der Positionstabelle die Spalte enthalten ist, dann können Sie das einfach so lösen. Wenn Sie zum Beispiel etwas Komplizierteres haben, das ist jetzt an der Stelle zum Beispiel, wird geprüft, ist die Basismengeneinheit Quadratmeter und die Verkaufsmengeneinheit Paket, dann soll eben eine bestimmte Information ausgegeben werden. Dann können Sie mit SQL arbeiten. Sie sehen aber an der Stelle, das ist etwas umständlicher. Wenn wir das Ganze jetzt hier auseinander trennen, hat es einen ganz bestimmten Syntax. Und zwar ist es einfach der Where-Teil, jetzt muss ich selber schauen, if then else end, das ist einmal das, post gleich 1, gleich leer, genau, an der Stelle jetzt angebrochen. Oder Post gleich 1, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es so umfangreich ist. Also wir haben da sehr viele Beispiele für diese Datacodes, wenn Sie da nicht weiterkommen oder wenn Sie den Syntax nochmal genau lesen wollen, helfe ich Ihnen da gerne weiter. Man kann einmal arbeiten mit diesem if, then, else, ganz bekannt. Man kann aber auch arbeiten zum Beispiel mit den Strichen, mit diesen senkrechten Strichen, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Das hängt teilweise davon zusammen, in welchen Tabellen das zu finden ist, aber prinzipiell funktioniert das alles. Hier sehen wir zum Beispiel auch, wenn Sie Text damit eintragen, also hier heißt es dann, am Ende heißt der Text hier, ein Paket entspricht so und so viel Quadratmeter. Dieses Entsprechen wird durch dieses Tra und Tre dann zum Beispiel ins Übersetzungswörterbuch mit übernommen und ist dann, wenn Sie einen englischen Beleg machen, kann es dann dementsprechend übersetzt werden.
Wie gesagt, zu diesen Datacodes, wenn Sie da Zusatzinformationen brauchen, gerne auch einfach eine E-Mail an mich und wir telefonieren dann einfach oder ich schicke Ihnen gleich das benötigte Datacode zu, wenn ich das griffbereit habe. Ansonsten erkläre ich Ihnen dann nochmal, wie Sie das zusammenbauen können. Sie können, wie gesagt, über diese Datacodes auf jede Information in der MyFactory zugreifen. Es wird dann halt eben, je nachdem, etwas länger oder etwas kürzer, diese Abfrage. Aber alles, was wir in der MyFactory haben, können wir auch auf dem Beleg darstellen. Deswegen ist es, denke ich, nicht falsch zu sagen, die Informationen, wir können, dass wir alle Informationen, die Kunde haben möchte, auf dem Beleg darstellen können. Weil, wie gesagt, solange die einzige Bedingung ist, wie gesagt, dass sie in der MyFactory irgendwo vorhanden sein müssen, dann kommen wir da schon ran. Das war jetzt natürlich alles ein bisschen schnell und ein bisschen viel. Das sollte Ihnen auch erstmal nur eine Übersicht geben und eine prinzipielle Herangehensweise an das Thema Beleglayout geben. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich daran trauen, wenn Sie Probleme haben mit dem Beleglayout, Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, sich an den Support zu wenden. Sie haben aber auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, der Van Mel hat da so eine tolle Demonstration gemacht und hat relativ groß gesagt, er kriegt das alles hin und er findet die Fehler, dann können Sie sich jederzeit gerne mit mir in Verbindung setzen. Sollte es aus irgendeinem Grund nicht passen, dass ich nicht dazu komme oder sowas, sage ich Ihnen da schon Bescheid, aber wir finden auf jeden Fall eine Lösung dazu. Vielleicht dazu noch ein wichtiger Hinweis, also wenn Sie so ein bisschen Formularkummer haben und eine Mail an den Support schicken, was für uns extrem hilfreich ist, wenn es irgendwie möglich ist, schicken Sie uns direkt eine Datenbanksicherung mit einer genauen Angabe, um welche Vorgangsnummer es sich dreht und was denn eigentlich der genaue Sachverhalt ist, den wir uns anschauen sollen. Also wir haben in der Vergangenheit halt schon so Mails bekommen, dass die Aussage war, der Kunde hat sehr lange Artikelbeschreibungen von x Zeichen. Dann müssen wir uns natürlich hinsetzen und müssen dann so Texte reinhauen wie Loren, Ipsum und so weiter. Das ist natürlich hilfreich, wenn man wirklich die Originaldaten hat. Man sieht wirklich die genaue Situation, wie sie beim Kunden auftritt und kann dann im Prinzip gezielt in die Ursachenforschung einsteigen, als wenn man selbst erst großartig irgendwelche Demodaten sich zusammentippen muss oder wenn man hört, ja, ich habe Belege mit 1000 Positionen, bei der 800. stimmt der Seitenumbruch nicht. Da können Sie sich vorstellen, da sitzen wir dann erstmal, bis wir überhaupt 1000 Positionen auf den Beleg bekommen. Das kann man natürlich vermeiden, wenn man dann direkt die Datenbanksicherung mitschickt oder einen Link zur Datenbanksicherung mit einer genauen Beschreibung. Welche Vorgangsnummer, was sollen wir uns da konkret anschauen? Das ist natürlich extrem hilfreich. Gut, gibt es denn so ganz allgemein zum Verständnis noch Fragen? Also bitte stellen Sie jetzt keine Fragen in der Art, ich habe hier einen Beleg und da stimmt der Seitenumbruch nicht, was kann ich tun, weil da müssen wir uns, wie gesagt, die Datenbanksicherung anschauen. Aber gibt es denn so allgemeine Verständnisfragen vielleicht noch? Okay, was ist denn im neuen Layout anders? Zeige ich Ihnen gern, habe ich auch gesagt vorhin, habe ich tatsächlich vor lauter Aufregung vergessen. Das alte Layout... Ich glaube, das ist, wenn das Fenster offen war, dann mag er nicht. Das alte Layout sieht, wie gesagt, so aus, dass wir den Belegkopf rechts oben haben und also das relativ klassisch, sage ich mal, so wie es alle haben oder früher hatten, ist das neue Layout, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir hier schon, das ist leicht anders aufgebaut. Wir haben den Belegkopf nicht mehr rechts oben, sondern wir haben den mehr zentral gestaltet, damit wir da jetzt umschalten können und es nebeneinander legen können. Lade ich jetzt, gibt es auch gar nicht. Lade ich jetzt da auch nochmal das PDF runter, dann kann man das relativ, also wir sehen es hier sehr schön, die ganzen Blockdaten, die wir da rechts oben hatten im alten Layout, haben wir jetzt hier in eine Zeile zusammengefasst, sage ich jetzt mal. Das soll einfach ein bisschen moderner aussehen. Wir haben diese Zeilenhintergründe, die wir jetzt zum Beispiel bei der Zwischensumme hatten, mit grauen Balken und sowas entfernt und haben das Ganze einfach etwas, ja, teilweise etwas lockerer gestaltet und etwas, teilweise etwas mehr zusammengefasst, sodass man es besser sehen kann. Wir können auch hier nochmal,
Ja, vielleicht neben der Layout-Änderung war natürlich für uns ein wichtiger Aspekt, dass wir den Block Belegdaten in den alten Layouts auflösen auf einzelne Belegfelder. Also es kam immer wieder der Wunsch, dass jemand gesagt hat, ich möchte diese oder jenes Feld in diesem Block noch drin haben oder ich will diese Information eben nicht drin haben. Und das war von der Anpassung her immer relativ aufwendig, weil man erstmal den fest programmierten Block Belegdaten im Prinzip nachbauen musste mit einzelnen Feldern und dann die Anpassung machen konnte. Und die Arbeit haben wir Ihnen im Prinzip jetzt abgenommen. Es sieht auf der einen Seite ein bisschen moderner, ein bisschen hübscher aus. Die Datenfelder sind jetzt einzeln in diesem Block drin, sodass Sie natürlich auch die Anpassungen leichter vornehmen können. Aber ich hatte dich unterbrochen, Jonas. Gut. Der Text schauen wir uns an, einfach gehen wir. Die Frage ist, lässt sich das auf eine Höhe bringen, quasi diese Zeile? Wir schauen uns das einfach an, wir gehen in dieses neue Layout rein, können auch hier uns die Entwurfsansicht holen, weil wir haben mehrere Kopfbereiche. Da gucken wir einfach, wo es drin ist, in dem oberen Kopfbereich, gehen dort rein und sehen dort, wir haben einmal die Belegnummer, die ist links unten ausgerichtet, und dann haben wir den Block, das ist auch links unten ausgerichtet. Das heißt, wenn ich es zum Beispiel jetzt nach oben ausrichte und das Ganze nochmal speichere, dann sollte das auf einer Höhe sein, wenn wir es aktualisieren. Ja, sieht eigentlich gut aus. Also, wenn ich jetzt ein Lineal dran halte, habe ich natürlich keins, dann müsste das die Oberkante auf jeden Fall auf einer Höhe sein. Beantwortet das die Frage? Okay, dann müssten wir uns das vielleicht morgen nochmal gemeinsam anschauen. Also vielleicht die Frage ist auch, was heißt auf einer Höhe? Also wir sind jetzt davon ausgegangen, dass der obere Rand bündig ist. Wenn Sie jetzt sagen, der untere Rand sollte bündig sein. Das Ganze ist bündig nach oben, richtig. War jetzt für uns eine Höhe vom Verständnis her. Wenn Sie es natürlich unten haben wollen, dann sagen Sie einfach, ich möchte, nehme Links das unten linke ist links. Feld unten und sage das rechte Feld unten. Und auch dort haben wir es dann wieder, wenn wir es speichern. Dann sehen wir es wahrscheinlich auch gleich in der Druckvariante. Ah, Nee, haben Sie jetzt recht. habe ich Ja, mich okay. verrutscht. Jetzt sehe ich, was Sie meinen. Alles klar. Die Grundlinie der Zeichen, das ist in HTML so eine Sache für sich. Also im Prinzip stellen Sie sich das so vor, dass Rechnung RG17 und so weiter in einer Zelle, also in einer Tabellenzelle steckt und München 1.11.2016 steckt auch in einer Tabellenzelle. Das heißt, in HTML geht eigentlich von den Standardformatierungen her, das schließt die Zeile mit dem unteren G ab. Also es gibt zwar auch die Formatierungseinrichtung, die heißt Baseline. Das wäre im Prinzip so, wie Sie sich das wünschen, aber in der Ausrichtung von zwei Zellen nebeneinander ist es nicht möglich im HTML. Ich denke, Man könnte jetzt wahrscheinlich steckt, mit Abständen spielen, um das irgendwie ja. so einigermaßen auszurichten, aber das ist dann auch wieder das Thema Ausdrucken, Lineal wahrscheinlich anhalten und dann viel ausprobieren. Ich denke, ich habe auch die Lösung, also die Lösung nicht, aber ich weiß, woher das Problem kommt. Und zwar ist es so, wenn wir uns den Text so anschauen für dieses München, also City und das Datum, das Belegdatum, dann sehen wir, da ist ein relativ großer Abstand zu den Seitenzahlen. Und wenn wir uns das in HTML anschauen, sehen wir, dahinter steckt eigentlich verschiedene Diffs und vor allem verschiedene Formatierungen. Und das Problem ist, oder was heißt das Problem ist, es ist ja so, in MyFactory, je mehr Sie ins Detail gehen, desto größer wird die Übersteuerung. Das heißt, wenn ich hier eine allgemeine Voreinstellung vornehme, zum Beispiel oben, unten, links, rechts zentriert, dann gilt die natürlich erstmal. Wenn ich aber natürlich eine detailliertere Einstellung vornehme, dann im Detail, in dem Block drin, über HTML, dann übersteuert dieses Detail natürlich auch diese generelle Einstellung von dem Feld. Also da müsste man tatsächlich dann quasi den HTML-Code für München, den 11.08.2017 ändern und könnte so dann das Ganze
nach unten bringen, zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte die untere, den unteren Rand als Zeile haben. Jetzt warten wir, es wird wieder getippt. Sie können das natürlich jederzeit ändern. Sie können das auch natürlich eine ganz andere Lösung zum Beispiel machen, indem Sie einfach nur das Ganze, ein Datum und den Ort zum Beispiel fest eintragen. Das ist ja jetzt bei uns so drin mit Variablen, damit das für möglichst für viele gilt. Sie können natürlich für einen Kunden zum Beispiel einen festen Ort eintragen und das Datum und können zum Beispiel die Seite auch an den unteren Rand verfrachten oder ganz rechts oben. Es ist nur ein Vorschlag von uns. Das Ziel ist ja bei der ganzen Sache nicht, dass wir jetzt für jeden Partner das Optimum an Beleglayout präsentieren und vorgeben, sondern der Partner soll ja in Absprache mit seinen Kunden das Ganze designen und dann machen. Also wie gesagt, wir können da gerne zusammen nach einer Lösung schauen. Das ist jetzt keine Ablehnung von der ganzen Geschichte. Ich möchte nur vermeiden, dass jetzt der eine sagt, okay, ich möchte es oben haben, ich möchte es mittig haben, ich möchte es unten haben und wir dann für Sie das finale belegte Layout machen an der Stelle. Kannst du gerade nochmal in das Feld reingehen? Na klar. Also man sieht ja auch, diese SQL-Datenabfrage, die wir hier eingebaut haben, die haben wir eingebaut, um eben möglichst flexibel zu sein, damit der Tester oder der Anwender, der sich das zum ersten Mal anschaut, irgendwie nicht in die Verlegenheit kommt, dort irgendwas ändern zu müssen. Wenn Sie jetzt speziell für einen Kunden eine Anpassung machen, dann kann das natürlich sehr viel einfacher aussehen, was der Johannes schon gesagt hat. Da könnten Sie im Prinzip einfach eingeben, München, Dollar, Order Date, 0,3 Dollar. Das heißt, Sie hätten da schon mal ganz viele Variablen rausgenommen, hätten die Darstellung schon mal vereinfacht. Was man sich aber hier immer vor Augen halten muss, es ist im Prinzip im Hintergrund eine HTML-Seite und man ist natürlich auf die HTML-Standards limitiert. Es ist halt kein Desktop-Publishing-Programm, wo ich pixelgenau oder millimetergenau individuelle Ausrichtungen machen muss. Man muss halt ein Layout finden, was natürlich schön ausschaut, mit dem der Kunde natürlich auch glücklich ist, aber was natürlich auch mit jedem Formular irgendwie funktionieren muss. Ich denke, das ist zu dem Thema, wie ist es möglich, dass ein Teil links ist in der Zeile und ein Teil rechts. Das ist einfach genau die Konstruktion, die wir hier haben. Wir haben einmal einen Text-Align-Right und einen Text-Align-Left in einer Kombination zusammen, sprich, da werden verschiedene Formatierungen in HTML gemacht. Und über HTML habe ich natürlich die Möglichkeiten, Sie sehen schon, den einen blockiert, der andere fragt, wie geht's, wo kann ich das sonst noch nutzen? Über HTML habe ich natürlich die Möglichkeiten, diese Konstruktionen zu machen. Deswegen sind wir eben nicht nur beschränkt auf den Editor, der einfach nur Zeilen runterschreibt und Zeilenumbrüche vorgibt und dann eine Standardformatierung am besten noch für das ganze Feld vorgibt und zeilenweise, sondern man kann auch über HTML solche Konstrukte machen, dass ich eben einen Teil, sprich zum Beispiel die Stadt und das Datum links habe in dem Feld und einen Teil auf gleicher Höhe, sprich die Seitenzahlen rechts habe. Ich meine, alternativ zu diesem, ich nenne es mal Inline-HTML, könnte man natürlich auch in dem Bereichslayout einen zusätzlichen Block einfügen, wo man die Seitenzahl einbaut, einen Block, wo das wäre jetzt zum Beispiel Ort und Datum drinsteht. Die einfachste Möglichkeit, um jetzt da eben nicht Stunden mit zu verbringen, wäre zum Beispiel zu sagen, ich füge hier einfach eine weitere Spalte ein, mach für die abweichende Rechnungsanschrift und für den Kopftext eine Spaltenüberdeckung und habe hier zwei verschiedene Felder. Einmal das Ganze mit dem Ort und dem Datum und das rechte Feld davon mit der Seitenzahl, wenn ich die Informationen an der Stelle haben möchte. In dem Moment kann ich dann natürlich wieder schön mit dieser Ausrichtung der einzelnen Felder arbeiten und muss eben nicht in das HTML eingreifen und muss da entsprechend die Ausrichtung reintippen. Also das zu machen ist, wie gesagt, nicht das große Thema. Das ist relativ schnell auch durchgeklickt, das Ganze. Ich habe jetzt eine Spalte eingefügt. Die Größen können wir jetzt auch gerade anpassen. Das sind 20% und 20%. Die Rechnungsanschrift, da wollen wir eine Spaltenüberdeckung haben. Das überstehende Feld müssen wir wegmachen. Bei dem Kopftext wollen wir auch eine Spaltenüberdeckung haben. Und zwar nicht nur von 2, sondern von 3 Zeilen. Überstehendes Feld weg.
Und jetzt habe ich hier zwei Felder. Jetzt kann ich in das eine Feld reinmachen, zum Beispiel, oder kann es drin stehen lassen sogar, Das musst du einfach raus tun. den Ort und das Datum. Wenn ich das Ganze rausmache, kann ich in das zweite Feld, da muss ich es natürlich Da kannst du anpassen. eigentlich das HTML-Dienst bereinigen. Alles markieren Ja, und dann genau. HTML Da kommt wegschmeißen. wieder das zum Tragen, die Formatierung entfernen, damit wir uns da jetzt Arbeit sparen. Ich markiere das Ganze, entferne die Markierung, dann ist es erstmal fällt aus. Sie haben statisches, keine aktiven Inhalte, keine Texte berichten. Ja, sorry. Das heißt, ich habe jetzt zwei benutzerdefinierte Felder mit unterschiedlichem Datacode. Hier kann ich auch sicherheitshalber noch das HTML entfernen. Macht ja an der Stelle auch nichts. Und jetzt kann ich natürlich pro Information wieder sagen, wo möchte ich es haben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte alles unten haben, kann ich jetzt da sagen, unten, da ist es schon unten. Und da machen wir es nicht links, sondern rechts, damit es dann doch ein bisschen auseinander steht. Speichern das Ganze. Und wenn wir das aktualisieren, sollten wir eigentlich theoretisch da sein, wo wir sein wollen. Jetzt haben wir das Ganze unten bündig. Also, wie gesagt, wenn man es erstmal ausprobiert hat und wenn man erstmal das Prinzip verstanden hat, sage ich mal, ist es eine relativ schnelle Lösung an der Stelle. Das ist das Einfachste, ohne dass ich mich groß mit HTML zum Beispiel beschäftigen müsste, sondern einfach auf Basis des bestehenden Belegs weiterarbeite. Ich hoffe, ich konnte da an der Stelle dann schon den fertigen Lösungsansatz präsentieren und die Spannung rausnehmen. Gibt es denn sonst noch Fragen? Gut, ich sehe, es wird nichts mehr getippt. Ja, jetzt haben wir auch schon ganz schön lange gesprochen dafür, dass wir so wenig zugeschickt bekommen haben. Aber ich hoffe auch, dass so der Einstieg mit so einer grundsätzlichen Erklärung, wie die Bereiche sind, mit dem schönen Bild, was der Johannes gezeigt hat, auch die Sachen nochmal ein bisschen verständlicher macht. Dass man, wie gesagt, so ein bisschen ja, sich vor Augen halten muss, es ist immer wirklich eine Sache vom Ausprobieren, also drucken und wirklich Lineal anhalten, um mal nachzumessen. Wichtiges Thema ist immer, dass man auch schaut, wenn ich Zeilenhöhen vorgegeben habe, ob die Inhalte denn auch dieser Höhe entsprechen. Das sind eigentlich so ein paar Basics, die man beachten sollte. Und dann klappt es auch mit dem Formularlayout. Gut, ich sehe, es wird gerade noch eine Nachricht eingetippt. Es gibt irgendwo eine Aufstellung der Datacodes. Also vorhandene Datacodes ist relativ, also es gibt eine Aufstellung, sag ich mal, der von uns bis jetzt genutzten Datacodes, die wir für den einen oder anderen Kunden zusammengebaut haben. Das ist aber keine finale Aufstellung, weil das Ganze ist ja variabel. Weil ich habe ja schon gesagt, Sie können wirklich jedes beliebige Feld aus der MyFactory in den Beleg über diese Datacodes reinholen. Ich kann Ihnen das gern zukommen lassen, das ist überhaupt kein Thema, aber wie gesagt, seien Sie nicht. Es ist sehr umfangreich, muss man wirklich sagen, es ist sehr viel drauf, was irgendwie mit Belegen zu tun hat. Aber es kann durchaus auch passieren, wenn Sie eine ganz spezielle Anforderung haben, dass Sie da nicht fündig werden, dass wir uns da nochmal unterhalten müssen, wie bastelt man das am besten zusammen oder eben wir das für Sie zusammensuchen. Es gibt, genau, das sehe ich gerade, einen Zusatz. Es gibt im Forum Datacodes, aber es gibt, wie gesagt, auch nochmal eine Aufstellung von uns an Datacodes, die kann ich Ihnen gern zukommen lassen. Aktuell wird nichts getippt. Ich sage es an der Stelle nochmal. Wenn Sie Hilfe brauchen, wir erwarten nicht, dass Sie das Formulardesign jetzt quasi können und setzen das als gegeben voraus, sondern wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Probleme haben, unser Support ist jederzeit da. Ich bin da. Wir werden also eine Lösung finden. Ich gehe das gerne auch nochmal mit Ihnen durch, zeige Ihnen, wo da Punkte sind, auf die Sie achten müssen, beziehungsweise suche mit Ihnen zusammen den Fehler, wenn da Probleme sind. Ja, dann mal so als goldene Schlussworte, ne? Übung macht den Meister. Ja, an der Stelle
würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr da sind, vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie auch durchgehalten, immerhin über eine Stunde lang, und hoffe, dass einige Sachen verständlicher geworden sind, dass Sie gesehen haben, an welchen Hebeln Sie vielleicht ansetzen können. Und wir werden es einfach mal so ein bisschen beobachten und bei Bedarf machen wir auch gerne nochmal ein Webinar zu dem Thema Formularlayout, in der Hoffnung, dass vielleicht dann vorab ein paar mehr Beispiele noch kommen, wo man vielleicht mal ein bisschen konkreter in die Praxis-Sachverhalte einsteigen kann. Und wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, auch im Namen von Johannes, und wünschen noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und freuen uns dann auf das nächste Mal. Alles klar, tschüss!